Erster Lauf vor dem Rennen erledigt. 6,4. Nur noch viermal starten. So, ich habe jetzt den letzten Lauf vom Rennen. 3,2 Kilometer. So, letzten Lauf geschafft. Ist gut gelaufen, war jetzt auch nicht so lange. Ja, ich bin trotzdem schon nervös. Morgen um diese Uhrzeit bin ich schon seit, let me see, seit fast 1,5 Stunden unterwegs. Habe mir vorher irgendwie nicht überlegt, wie lange ich brauchen werde. Das Ziel wird um 12 Uhr zugemacht und irgendwie ist meine Angst, dass ich es nicht rechtzeitig schaffe. I see no difference. Noch einmal schlafen. Ich bin nervös. Ich bin die ganze Zeit am Handy und schaue Reels und um mich irgendwie abzulenken. Irgendwie schaue ich gerade was süß aus. Ich habe schon so Visualisierungsübungen gemacht. Also, dass ich mir einfach vorstelle, wie ich gerade laufe und wie das Gefühl dann ist, wenn es schwierig wird und wie das Gefühl ist, wenn ich oben angekommen bin und fertig bin. Oh, okay. 30 Sekunden, 30 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, go! Viel Spaß euch! 16,5 Kilometer! Das ist die neue Anninger IT-Challenge! Und jetzt geht's los! Mike auch für dich, 16,5 Kilometer, Dominik, Thomas, Tom! So! Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Also, ich bin zu schnell losgelaufen, natürlich. Und dann habe ich auch ziemlich schnell die Gruppe verloren und war auf dem letzten Platz. Ich habe dann versucht, nicht daran zu denken, weil mit anderen zu vergleichen bringt in dem Moment rein gar nichts. Als ich dann meine UnterstützerInnen bei der ersten Verpflegungsstation gesehen habe, hat mir das richtig viel Energie gegeben. Und ich war so froh, sie alle zu sehen. Denn ich wusste, dass das erste Stück, also die ersten 4 Kilometer, richtig hart für mich sein werden. Es geht eigentlich ziemlich gleich steil los. Und ja, da hat mir das einfach so viel bedeutet, dass sie dann da oben auf mich gewartet haben. Ja, meine Schwester hat mich dann noch ein Stück begleitet und dann ging es für mich erstmal für eine Zeit lang bergab und ich konnte während dem Laufen da ein bisschen Kraft tanken. Und heute kann ich sagen, dass ich von Kilometer 5 bis Kilometer 7 Spaß hatte. Die Umgebung war einfach wunderschön und ich konnte das für diese kurze Zeit voll genießen und habe dann sogar auf der Strecke wieder ein paar Menschen sehen können. Sonst war ich eigentlich relativ alleine auf der Strecke, weil ich, ja, jetzt schon schlechteren gehört. Ich will nicht schlecht sagen, weil für mich war die Leistung nicht schlecht. Ja, eine von denen, die halt länger gebraucht hat, ist vielleicht ein bisschen weniger negativ. Meine Fans, meine Family, hat auf mich gewartet bei dem Gasthaus Kraus der Linde. Und da war ich bei 500 Höhenmeter. Ja, da hatte ich dann 500 Höhenmeter schon. Dann ging es halt runter. Am besten blende ich euch das ein hier.
Dann, ging es wieder steil rauf. Ja, dann ging es wieder 500 Höhenmeter rauf. Wenn ich das richtig sehe. Irgendwie ist das. Oder ich bin zu blöd, das richtig zu lesen. Ja, und da ging es eben rauf zum Husan-Tempel. Und da habe ich im letzten Vlog ein paar Details von der Strecke gezeigt. Da ist es ganz gut drinnen, wieder die Begebenheiten im Wald waren. Ja, es hat geregnet am Tag des Rennens. Die Steine waren nass, der Boden war nass, die Wurzeln waren nass. Es lagen auch auf der Strecke lagen auch manchmal Bäume quer. Man musste drüber springen, nein, drüber gehen. Vielleicht sind Leute gesprungen, keine Ahnung. Ich bin drüber gegangen. Ja, das so war das. Und das habe ich halt nie geübt. Und ich muss sagen, meine Schuhe sind top dafür gewesen. Einmal war so eine Situation, wo ich fast hingefallen wäre, aber ja, da konnte ich schnell wieder ausgleichen. Also das war nicht irgendwie gefährlich. Natürlich bin ich dann halt, weil es halt eine Witterungssituation war, die ich noch nie runtergelaufen bin, war es halt so, dass ich noch besser aufgepasst habe. Aber ja, das Adrenalin, das pusht und halt auch, dass man ein bisschen über seine Grenzen dann auch geht. Dann nach dem Husan-Tempel ging es dann wieder runter. Und da kannte ich die Strecke dann noch, aber 11 bis 14 kannte ich die Strecke nicht. Und die habe ich unterschätzt, würde ich sagen. Beziehungsweise ich habe es mir das im Streckenprofil nicht so gut angeschaut, weil ich war mental darauf vorbereitet, dass es ab Kilometer 14 dann wieder scheiße sein wird, da kenne ich das. Und dass es von Kilometer 11 bis 14 relativ unter Anführungszeichen flach sein wird. Aber da waren Stücke dabei, die so steil waren und wo ich eine Sinnkrise hatte. Also nach der Kostenlinde habe ich ja dann wieder Anschluss gefunden und da bin ich mit einer Frau gemeinsam immer gelaufen. Also es ist immer eine von uns vorgelaufen, dann ist die andere wieder vorgelaufen. Also wir haben uns immer so getroffen und waren halt irgendwie zusammen unterwegs dann eine Zeit lang. Aber da bei diesem Stück, das ich unterschätzt habe, habe ich sie dann verloren. Ich habe dann so eine Sinnkrise bekommen und dachte so, wieso mache ich das eigentlich? Wieso tue ich mir das an? Wieso gebe ich Geld dafür aus? Meine Leute stehen im Ziel und warten auf mich und ich kann jetzt einfach nicht aufgeben. Es war, ich geht halt einfach nicht. Meine haben eigentlich und meine Füße, es hat alles noch gut funktioniert und ich hatte keine Schmerzen oder irgendwie so. Aber es war einfach diese Steigung, war einfach so, so zart und mir hat einfach diese Kondition gefehlt. Also ich habe mir so gedacht, so, Alter, kann nicht, wenn es flach wäre, ich könnte noch weiterlaufen. Aber diese Steigung, es war einfach so zart. Und ein Teil bin ich dann auf allen vier noch gegangen. Ich meine, das waren jetzt nur ein paar Sekunden. Aber trotzdem, um euch zu zeigen, dass es sehr steil war. Dieser Gedanke, dass meine Leute auf mich warten und dass ich sie nicht enttäuschen kann und sie dann nicht sitzen lassen kann, mir geholfen, weiterzulaufen, beziehungsweise weiter rauf zu gehen. Weil ich finde, viele Leute glauben, dass man beim Trailrunning alles rennt, aber es ist überhaupt nicht so. Also ich meine, die besten natürlich, ja, TrailläuferInnen gehen auch rauf, weil es nicht wahnsinnig schneller geht, wenn man raufläuft. Und es ist auch kräftezehrend einfach, wenn man raufläuft. Und dann holt man das halt auf, indem man wo schnell runterläuft. Ja, das habe ich auch versucht. Ja, ist ganz gut gegangen, ja, wie auch immer. Naja, so, während ich halbwegs gestorben bin auf der Strecke und sich meine Family Apfelstrudel gegönnt und ich weiß nicht, was das ist, meine Schwester isst irgendwie so ein Porridge oder so. Wollte ich mit reinnehmen. Ich glaube, danach haben wir alle mehr davon.
Kameramann, diesmal. Ich hatte ja so Angst, dass sie das Ziel um 12 zu machen, aber die machen das Ziel um 12.30 Uhr oder bis um 13 Uhr, glaube ich, war das offen. Also alles halb so schlimm. Und also ohne die Unterstützung von meiner Family hätte ich es überhaupt nicht geschafft. Also, wie sie mich ins Ziel. Ich muss fast weinen. Wie sie mich ins Ziel begleitet haben, war so süß. Beziehungsweise ein Ziel auf mich gewartet haben. Ja, da habe ich mich sehr gefreut. Video? Ja. Wie geht's Ihnen nach dem Lauf? War schon. Ja, jetzt besser. Und hat Spaß gemacht. Die letzten 2 Kilometer ging es dann halt rauf auf den Sendemast. Und mein Freund hat mich dann, es ging mir halt wieder retour zu dem Gasthof Kraus der Linde. Und da hat mich mein Freund abgepasst. Und wir sind dann die restlichen 2 Kilometer, das sind circa noch auf den Sendemast, gemeinsam dann raufgelaufen. Beziehungsweise ich bin dann auch gegangen. Also ich war schon so fertig. Und es war halt auch so demotivierend dann noch zusätzlich, dass mir die Leute halt entgegengekommen sind, die schon die, werde ich ein bisschen sentimental, die halt schon die Medaillen halt oben haben und ich bin halt noch mitten auf der Strecke. Das war auch ziemlich hart und ich habe mir gedacht so, Alter, ich wollte eigentlich so sein und wollte meine Startnummer verdecken, dass sie nicht wissen, dass ich da auch noch mitlaufe, aber die waren eh voll süß und haben mich dann angefeuert und so weiter. Also der Lauf selber war sehr schön und sehr gut organisiert und die Leute auf der Strecke, die unterwegs waren, waren total, total lieb. Und bei den Verpflegungsstationen die Leute und auch die anderen TeilnehmerInnen waren ursüß. Man hat sich gegenseitig angefeuert und ja, das war sehr wholesome, würde ich sagen. Ja, und dann habe ich es dann geschafft. Hallo. Es ist geschafft. Ich bin jetzt wieder zu Hause und das Starter-Sackerl zeigt. Ich habe selber noch gar nicht reingeschaut. Okay, also was haben wir hier? So ein Wasser. Vitamin Well, Antioxidant, Vitamin C, E, Selen, Mangan, Pfirsichgeschmack. Ja. Schaut eigentlich ganz cool aus. Was ist da drinnen? Grünteeextrakt, Holunderbeerenextrakt, Traubenschalenextrakt, Granatapfelextrakt. Aber es hat doch Pfirsichgeschmack. Dann ist da ein Haufen Werbung, ja. Falls ich noch mich anmelden will am 15. Oktober für den Trailrun in Wien. Werbung. Ja, das ist alles Werbung. Die Reifessen. Ah, hier ist noch was. Ah, dieses Sportmagnesium. Ist das eins drinnen? Sportprotein. Ah, das ist cool. Aber ist das vegan? Nein, das ist nicht. Ah, das muss ich herschenken. Das kriegt mein Freund. Ja, da ist Magermilch, Milcheiweiß, Magermilchpulver drinnen. Ah, sonst wäre sowas eigentlich ganz cool. Also sonst ist es eh cool, aber ich kann es halt nicht. Also ich will es nicht essen, weil ich auch vegan bin. Ein Radler, ein alkoholfreien. Oh. Protein. Oh, was veganes Protein. Sojasnack. Das ist cool. Biomarkt Mödling. Von Landgarten. Ah, die kenne ich. Cool. Die sind gut. Die sind sicher gut. Geröstet und gesalzt. Die werde ich nicht. Die lege ich mir gleich da. Ja, die werde ich gleich essen. Gel.
Ein kühlendes, anschließend wärm mit seinen erst kühlenden und anschließend wärmenden Eigenschaften wird besonders zur Linderung von Schmerzen wie Muskelschmerzen und leichten posttraumatischen Schmerzen empfohlen. Oh, Gummibärli. Von der Reika. Ah, da ist die Gestalantine drinnen. Ah, Bienenwachs. What the fuck? Wieso ist da Bienen? Milchsäure ist auch drin. Geliermittel. Gestalantine, ja. Da. Wissen Sie nicht mal vegetarisch? Ah. Ja, und dann war noch eine Bio-Kraftsuppe Rind drinnen. Die habe ich dem Freund von meiner Schwester gegeben. Von Monkey Food. Hat eigentlich ganz gut ausgeschaut. Aber ja, jetzt für mich. Da ist urviel drinnen. Gut, dass ich mir das jetzt danach anschaue. Schoketten. Zwei Sorten. Crunchy Peanut Butter. Warte mal. Milch. Ja. Ja, und da ist das Alpenvollmilch, da ist auch Milch drinnen. Ja, mein Freund kriegt aber schon viel, ja. Dann noch so ein Magnesium. So wie was wir schon hatten, nur von einer anderen Marke, oder? Kamille-Extrakt. Das ist auch gut. Und was haben wir hier? Ultra Sensitive Care. Urea. Tut mir leid, ich kann nicht mehr lesen. Medizinische Spezialpflege für extrem raue Füße. Extrem trockene Haut. Extrem. Oh, bitte, bitte, bitte. Ja, das ist vegan. Sehr gut. Steht sogar oben. Geil. Hafer voll Porridge to go. Erdnuss und Nussmus. Geil. Ah, oh, da freue ich mich, dass das vegan ist. Wie geht's dir heute am Tag danach? Ich habe mir ein großes Ziel gesetzt mit so einer Trail-Challenge mit dieser Länge und mit diesem Höhenmeter. Und ja, das darf ich einfach nicht unterschätzen. Auch mein Ziel war es, fertig zu werden und nicht letzte zu werden. Ich habe beides erreicht. Ich bin vorletzte geworden. Und ja, also ich bin eigentlich sehr stolz auf mich. Nicht nur eigentlich, ich bin stolz auf mich, weil ich habe innerhalb von 3,5 Monaten mein ganzes Leben ein bisschen umgekrempelt, weil ich einfach so viel Fokus auf das Training hatte. Schnell ich mir Laufen als ein neues Hobby angeeignet habe.